Meine Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie Ihre wertvolle Freizeit da opfern für unsere Modenschau und hoffe, Sie kommen auf Ihre Kosten. Wir haben heute auch ein besonderes Model dabei und die wird gleich als erstes vorführen. Ein schönes Schösserl ist um die Mitte sehr schön tailliert geschnitten. Ist reines Leinen, kann man in die Waschmaschine geben, muss man leider bügeln. Angelika. Von unserer Doris Hamburg. Sommerstrick von Oblique mit einem Scherenschnitt, raffiniert an der Vorderseite und am Rücken auch ganz interessant geschnitten das Westen. Amen. Die hat das Sommeroutfit. Das nächste Modell ist eher der Marine-Look. Das ist dunkelblau-weiß mit Gold. Ein goldenen Zip. Zu splitten am Veronika mit einem Oberteil von Annette Görz. Das ist ein ganz leichter Seidenstrick mit raffiniertem Zip am Rücken. Angelika ist ganz mutig mit einer Hose, die sehr lang im Schritt ist. Ein tolles Oberteil dazu. Das ist der Studio Rundholz aus Deutschland. Sabine, die geht heute fein aus. Sie ist eingeladen. Zu einem Dinner for Two. Oder geht heute aus. Die hat sich ein Westerl, ein Sommerstrick-Westerl ausgesucht. Mit einer Brosche fixiert. Veronika hat sich heute auch ein totschickes Kleid ausgesucht. Es ist ein bisschen unten zusammen mit einem Ballonstil. Angelika, auch sie geht heute Abend aus, hat sich in dunkelblau gehüllt. Es ist auch wieder Joseph Ripkopf. Ein Anlasskleid, das wirklich zu allen Anlässen passt. Unsere Sabine ist heute ganz schräg. Die geht am Nachmittag schlendern durch die Stadt. Hat ein Modell von Studio Rundholz, Deutschland. Deswegen ist ganz heiß hier unten der Jacke raus. Ganz interessant im Design, ganz anders, schräg, schief, eben Pazzo. Auch sie geht heute zu einem Date. Ein tolles Jäckchen, drunter ein Kleid. Sehr edel geschnitten. Mit leicht angesetzten Ärmeln, ein raffiniertes Knopferl. Braude, auch sie hat wieder was vor, wie immer. Ich glaube, sie geht wieder zu ihrem Rollstuhl tanzen. Das Oberteil im Ballett bestickt. Man kann ihn wirklich zu vielen Anlässen tragen. Egal, ob man zur Hochzeit eingeladen ist. Angelika, jetzt ist mir gerne der Name nicht eingefallen. Hat heute ein Kleid von Oblique. Sie hat wieder die Zipfel hin, ist ganz interessant. Sabine hat einen Mantel an und ein Kleid. Das ist die Mode Absolut A bis Z. Das ist auch eine deutsche Designerin. Auch wieder sehr zipflig und ballonartig geschnitten. Christa ist heute Brautmutter. In rosa und in den frischen Aquafarben von der Firma Joseph Ripkopf. Auch wieder leicht zu waschen, leicht zu pflegen. Carmen, ja. Die hat jetzt das Kleid von A bis Z in kurz an. Das ist ärmellos und ein Jackerl von Sheila Kahn, das ist eine Wiener Designerin. Achso. Traude, heute in Knallrot. Sie signalisiert, jetzt komme ich. Toll, was Veronika hat sich heute in Spitze gehüllt, das ist der letzte Schrei. Von den nächsten Jahren. Spitze wird immer dabei sein, das ist dunkelblau. Angelika ist heute auch Brautmutter. In den schönen, frischen, erdigen Sommerfarben. Orange, beige, weiß, braun. Sehr schön zu ihren roten Haaren. Auch ein Stretchkleid, toll zu tragen. Auch sehr leicht zu pflegen. Und Creme ist immer eine edle Farbe, die man wirklich zu jedem Anlass tragen kann. Christa führt ja eine meiner Lieblingsstücke aus. Die Lederjacke in Zitronengelb mit den raffinierten Schnitten
an der Rückseite kamen mit einem ganz raffinierten Kleidchen. Das kleine Schwarze im wahrsten Sinne des Wortes, was man wirklich überall hin anziehen kann. Ein schwarzes Jackerl mit Goldzip, dazu weiß-schwarzes Seidentuch, schaut sehr schick aus, kann man auch wirklich zu jedem Anlass nehmen. Veronika, auch sie hat heute was vor, ich glaube, sie geht entweder ins Theater oder zu einem tollen Treff. Angelika, ein Gehrock und eine Hose, auch wieder B-Stretch, ganz toll zu tragen. Wie gesagt, man steckt nicht drin wie in einem Kommunionsquandel, man kann sich wirklich bewegen. Raffiniert, ein tolles Kleidchen mit einem ganz raffinierten Gürtel. Das Kleid ist ärmellos und der Einblick beim Dekolleté sehr interessant. Ein Jeansjacker und ein Feinstrick Seiden-Jersey-Kleid. Ganz hauteng mit raffiniertem Oberteil. All die schönen Kleider und auch die selbst entworfen und gemachten Schmuckstücke von Frau Hamburg sind erhältlich in der Boutique Passau in Krems, Obere Landstraße.